Hallo, ich berichte live aus der Denkzentrale der Bild-Zeitung und der deutschen Medien. Wenn jemand wieder behauptet, die deutschen Medien würden Lügen verbreiten, dann mache ich keine Propagandavideos mehr. Lief stets wohl auf. 16 Tage lang haben die Hamas sie gefangen gehalten. Vor der Presse erzählt sie, was sie erlebt hat. Die Entführung, Schläge, Bewachung. Ich bin durch die Hölle gegangen. Eine, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Meine Mutter hofft, dass all die anderen Menschen, die mit ihr gefangen waren, auch zurückkommen. Joschewit Lifschitz ist eine von zwei Frauen, die die Hamas in der Nacht freigelassen hat. Ihre Ehemänner aber sind noch im Gazastreifen, wie mehr als 200 weitere Geiseln. Wie es ihnen geht, unklar. My mom is saying that they were very friendly towards them and that they took care of them, that they were given the medicine. Slicha. They were given medicine and they were treated. One of the men with them had a badly injured from a motorbike accident on the way, and the paramedic was looking after his wounds. He was given medicine and antibiotics. That the people were friendly, that they kept the place very clean. They were very concerned about them.